So, also schön seid ihr alle da. Herzlich willkommen zum dritten Denok-Meetup in diesem Jahr. Und ich bin Anita Meier. Ich freue mich, das Meetup eröffnen zu dürfen und danke euch dafür, dass ihr mir zuhört. Genau, willkommen hatten wir ja schon gesagt. Also, was sind Meetups? Wir fassen das einmal fix zusammen für diejenigen, für die es das erste Meetups ist. Es ist quasi, oder Meetups bieten die Möglichkeit, der Community ganzjährlich in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen, dass man auch wirklich weiß, was wo wie läuft. Außerhalb von der Konferenz, die ja regulär immer im November stattfindet. Und in der Regel besteht ein Meetup aus 1 bis 3 technisch geprägten Vorträgen. Und es sind niemals Sponsor-Talks erlaubt. Das möchten wir betonen und das ist unsere Philosophie. Und im Anschluss gibt es dann noch ein Networking und Austausch, dass man halt noch privat die Möglichkeit hat, Anliegen zu klären, offene Themen zu platzieren. Und alles andere. Meetups finden in unterschiedlichen Städten in ganz Deutschland statt, damit wirklich auch die Community regional zusammenkommen kann und auch je nach Topic und Bedarf. Möchtest du mithelfen? Wir sind immer auf der Suche, egal ob es um Platz geht, Organisation, worauf du Lust hast, bitte melde dich an event@denok.de. Bitte meldet euch wirklich. Genau. Housekeeping-Regeln sind immer wichtig am Anfang. Und zwar ist es so, wir geben unser Bestes, die Denok-Community so offen wie möglich zu gestalten. Und wir sind offen für jeden, unabhängig von Geschlecht, Identität, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung, Aussehen und so weiter. Ich denke, da müssen wir nicht tiefer in die Materie eingehen. Wir lehnen einfach jegliche Form von Diskriminierung strikt ab. Und wichtig ist auch, professionelle Diskussionen sind gern gesehen, sind erwünscht und gefördert. Und das ist eine gute Sache. Es darf aber niemals persönlich werden. Am Schluss muss jeder hier rausgehen, fröhlich sein, sich freuen über den Austausch, es genossen haben. Und damit seid bitte exzellent zueinander und miteinander. Sollte es dennoch zu Konflikten kommen, bitte informiert den Vorstand, damit er direkt eingreifen kann. So, weiter geht's. Der Denok-Verein, jetzt rühren wir ein bisschen die Werbetrommel. Wer ist noch nicht Mitglied des Denok-Vereins? Bitte einmal Hände hoch. Wir müssen uns unterhalten. Genau, also der Verein wurde 2017 gegründet. Also die Community bestand schon lange vorher. Also es gab die Konferenz und aus der Konferenz heraus und aus dieser Community wurde der Verein gegründet. Ziel des Vereins ist es, unabhängig von Unternehmen und Sponsoren das ganze Jahr über zu agieren. Und er wird aus der Community für die Community gesteuert und kontrolliert. Und Ziel ist natürlich Erweiterung der Ziele über die Konferenz hinaus. Wie dieses Meetup jetzt. Die Leute sehen sich unterm Jahr und können sich austauschen, um so die Ziele des Vereins voranzutreiben. Genau, organisatorischer Body in der Community sich weiterentwickeln kann. Super, abgelesen. Gut, wie werde ich Mitglied? Ganz wichtige Frage. Also, es kostet euch nur 30 Euro im Jahr, das sind 2,50 pro Monat und ist ein Döner. Also ist das, liegt das drin? In Berlin? In Berlin kostet die 2,50, nicht mehr? Nein? Gut, wir stellen damit sicher, dass die Community unabhängig bleibt. Und wirklich wichtig ist halt, ihr könnt auch mitbestimmen, ihr könnt den Verein mitsteuern, ihr könnt mitentscheiden, wo findet die nächste Konferenz statt. Da gibt es Abstimmung, es gibt die Mitgliederversammlung, da wird der Vorstand neu gewählt. Und das sind alles Möglichkeiten, die habt ihr nur als Mitglied. Und ich denke halt, der Unterstützungsgedanke ist so der größte Gedanke. Wie werde ich denn noch Mitglied? Ich finde euch. Nein. Wir tauschen uns entweder aus und ihr fragt mich oder Momo oder Tim und wir zeigen euch das gern. Oder wir machen es total digital und ihr geht auf die Internetseite und druckt den Mitgliedantrag aus und schickt ihn per Mail zu. Und das war es dann auch schon. Dann kriegt ihr von Arnold ganz fix eine Rechnung über 30 Euro und dann seid ihr Mitglied. Genau, und dann haben wir noch Fördermitglieder und die unterstützen uns. Das wären die aktuellen Fördermitglieder des Denok e.V. Eine Fördermitgliedschaft ist für jede Firma möglich. Das heißt, ihr könnt bei euch in der Firma platzieren, ob das Interesse besteht, ihr habt die Präsenz. Und wie werde ich Fördermitglied? Ab 500 Euro aufwärts könnt ihr dabei sein. Nach oben sind nie Grenzen gesetzt. Nein, also es ist wirklich 500 Euro ist der Mindestwert, womit ihr quasi oder euer Unternehmen oder euer Arbeitgeber Denok supporten kann. Und da ist es halt auch. Ideelle Förderung der Idee und Präsenz in der Community ist natürlich das, was gut ist für die Firma. Fördermitglieder haben auch diverse Benefits und da können die von der Firma auch 2 Teilnehmer immer an der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihr habt natürlich auch gewisse Benefits im Sponsoring für die Hauptkonferenz.
Wie werde ich Fördermitglied? Das ist auch nochmal identisch. Entweder sprecht ihr uns an oder ihr holt den Antrag einfach von der Page. So, kommen wir zum heutigen Vortrag. Vielen Dank, dass ihr meine Werbetrommel gelauscht habt. Bei Fragen also bitte im Anschluss melden. Heute dürfen wir zwei Vorträgen lauschen. Wir fangen an mit dem Tim, der hier schon bereitsteht. Es geht um das Stuttgart AX Update. Und anschließend hören wir den Michael Meyer mit dem OOB Management, mit Tailscare und Open Gear. Anschließend gibt es ein Social. Gibt es was zu essen, Momo? Es gibt Maultaschen. Die hat Momo mit Liebe zubereitet. Herzlichen Dank. Kurzer Reminder an der Stelle, save the date. Es folgen weitere Meetups, damit wir den Zeitraum bis zur Konferenz etwas kürzer halten können und uns weiter austauschen können. Mai, Juni, Juli. München, Berlin ist geplant. Die Daten sind noch nicht gesetzt auf der Page. Das wird dann auf der Mailingliste, erfahrt ihr, sobald das Datum gesetzt ist und die Anmeldung offen ist. Und dann könnt ihr euch registrieren auf denok.de. Und Düsseldorf und Hamburg planen wir gerade. Sollte euer Arbeitgeber Platz haben, Möglichkeit, Ressourcen und Interesse, bitte meldet euch bei uns. Wir brauchen Platz, um weitere DENOC-Meetups organisieren zu können. So, schon mal vorab, danke an alle Speaker, das PC und das Orga-Team. Und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Meetup. Ihr müsst mich nicht mehr ertragen. So, und danke an Momo und Globalways für den Platz und die Maultaschen schon vorab.